So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hart aber herzig mit Kalle ohne Sterzig 2. Eigentlich 1 in dem Sinne, aber yeah. Herzig 2. Ja, nur zur Erklärung, wir sind jetzt mit dem Spendenprojekt soweit, dass wir die 15.000 geknackt haben. Allerdings zur Erklärung, wir nehmen dann doch gerade diese Folge direkt im Anschluss zur letzten auf. Das heißt, wir haben jetzt 3 hintereinander aufgenommen. Der Grund ist, das hatte ich bei der ersten Folge schon mal angerissen, jetzt in der ersten Zeit sind Kalle und ich gerade recht busy. Bedeutet effektiv. Kalle fährt diese Woche von Mittwoch bis Samstag zu den Jungs von Eskimo Callboy und wird dann mit denen ein bisschen was machen. Das wird auf jeden Fall cool. Könnt ihr dann bei ihm sehen. Irgendwann später, wenn es mal fertig ist. Und das heißt, dass er eigentlich zum eigentlichen Aufnahmetag am Donnerstag halt nicht da ist. Deshalb wir jetzt schon mal vorproduzieren. Bedeutet, 15.000 hier ist hier knackt, mega heftig. Wahrscheinlich inzwischen schon viel, viel mehr, wenn das Ding online kommt. Aber wir haben ja gesagt, wir machen immer zum Aufnahmezeitpunkt. Bedeutet aber, wir können jetzt noch nicht Sterzig hier haben, weil das einfach terminlich jetzt... Ihr habt einfach übertrieben. Aber naja, wir haben auch am Anfang gesagt, kann sein, dass sich ein bisschen was delayed. Sterzig wird aber kommen, aber dann halt in einer anderen Folge. So, das bedeutet, heute nochmal ist auch mal gut. Wieder aufatmen, weiter reinfinden. Ja, nicht, wir müssen auch kein Item wegschmeißen. Und was Kalle und ich gerade schon ein bisschen diskutiert haben nebenbei, ich will halt irgendwann respecken, weil... Was ich jetzt gemacht habe, erstmal, weil ich wusste, man kann respecken, ich habe einfach mal drauf losgeskillt, was cool, also was so cool wirkt auf mich. Weshalb ich ja hier auf Frost Nova gegangen bin. So, es ist jetzt nicht der min-maxeste Build in ganz Diablo 2, Hardcore, sonst was. Ich würde aber gerne umskillen. So, aber das kann man halt nur einmal machen. Das ist halt ziemlich heftig. Und deshalb... Haut mal raus, so was es für Builds gibt. Vielleicht auch Hashtag Herzig2 auf Twitter. Gerne Guides verlinken, YouTube-Guides. Wäre ich euch sehr verbunden tatsächlich. Aber ja. Bevor jetzt aber die Leute schon in die Tasten knüppeln. Nein, man kann viel öfter umspecken. Man braucht hier nur den Staub für die Cube. Und man muss einen Albtraum spielen. Das machen wir alles nicht. Wir kommen nicht... in die Hölle, um den Staub zu farmen. Wir kommen auch nicht in den Albtraum, wir nehmen den Wegpunkt. Ja, ja. Wir kommen auch nicht in den Albtraum, um dann nochmal das zu bekommen. Bei Akara kann man einmal pro Schwierigkeitsstufe respecken. Digga. Richtig und wichtig. Ich habe jetzt die Map rechts oben, ihr seht es. Was ist denn jetzt los? Achso, du hast einen Weg blockiert, du Stück. Sorry, Digga. So. Also heute, jetzt, es beginnt schon direkt knifflig gleich. Weil wir werden einen relativ heftigen Gegner jetzt gleich sehen. Jo, Radament, Junge. Ja. Müssen wir mal gucken. Oh, die Senke, geil. So, die kannst du machen. Ja, wobei. Also, ganz wichtig, das haben wir jetzt in der letzten Folge auch schon angesprochen. Es ist Obst im Haus. Das ist mal Punkt 1. Aber im Endeffekt, wir werden jetzt echt ein bisschen Level grinden müssen. Ja. Weil wir werden... Also nicht jetzt unbedingt, ja, wobei doch, vielleicht. Im Laufe des Aktes. Ja. Also, Juri wird unser... Das ist eine Kälteverzauberung. Oh, da kam ich gar nicht mehr Oh, weg. LOL! Kälteverzauberung explodiert. Okay, sorry. Ja, genau, das hatten wir vorhin in der Kathedrale. Oh, wusste ich nicht. Okay, also, merke ich mir. Vor Heilige Scheiße. In der letzten Frage. Macht nix. Trink mal ein. Du hast... Na gut. Bitte? Alles gut. Achso, habe ich jetzt hier wieder einen Drang für die Frage weggenommen? Na, ach komm. Nee, hab ich nicht mal. Nein, nein. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Das ist halt. So, hier kann ich loslegen. Das macht Bock. Oh. Naja, jedenfalls brauchen wir ordentlich Level. Mit Level 20 werden wir dann nicht bei Duriel reinmarschieren. Das könnte knicken. Für alle anderen, die nicht wissen, wer Duriel ist, ist der Endboss von diesem Akt. Wir hatten ja im ersten Akt letztes Mal an Dariel. Ja, ist ja halbwegs easy. Also, war schon auch... Mit Spannung verbunden, sag ich mal. Aber doable, sag ich, ne? Oh, geil. Nehme ich auch nochmal mit. So, ich bräuchte mal einen Mana-Trank tatsächlich. Ja, ich glaub es nicht. Oh, ja. Ja, gut. So fängt's also an. Der Krieg. Ne? Oh, vielleicht hatten wir jetzt ja schon ein geiles Intro hier vor der... Ja. Vor der Folge. Cooles Intro. Ja.
Haut gerne mehr raus. Imagine, keiner hat was gemacht. Jo. Das ist immer so die große Angst. Ah, der sitzt da so. Scheiße, jetzt muss ich selber. Ja. Es gibt keine Intros. Mann, jetzt muss ich eins machen. Ja, aber diese Frostnummer geht übel weit. Holy shit. Ich glaube, wir haben da unten was vergessen. Ja? Ja, ja. Oh shit. Immer, es ist immer so die eine Ecke, die man, ja, wo man ja zu faul ist, hinzugehen. Da ist es dann. Ja. Aber Wärme 4 geht hier übel ab, Alter. Ich regeneriere ich Mana. Na gut, du hast jetzt auch gerade den Mana-Schrein, damit du nochmal regenerierst. Scheiße. Voll Idiot, Alter. So. Gut. Du heißt hier schön ein. Also ich finde das nicht schlecht. Was ist das? Ja, das ist auch so ein Assassinenzeug. Man findet ständig was für die Assassine, aber ja, ne? Voll viel. So, hier geht's weiter runter. Ja, Abfahrt. Hä? Komm nicht rein. Okay. Maschallah. Oh, hier richtig Schlüssel. Oh, hier, Magier. Oh. Einige. Oh, ja, die kenne ich noch. So komische Katzen, Leute. Was war das? Oh, Nonring. Jo. Ja, warte, lass sie. Ey, lass sie erstmal clearen, dann gucken, was die Ringe bringen. Ja, ja, easy, alles entspannt. Ja, so, jetzt lass doch einmal gucken, was die Ringe bringen. Können wir ja, dann. Hier sind noch zwei Leute. So. Ein zur Energie, 10% bessere Chance, magischen Gegenstand zu finden. Oh. Hier, der hier ist was für dich, den kannst du dir mal ins Inventar legen. Riesenzauber der Gier? Hä, warum ist der was für mich? Weil du so ein Goldgieriger bist. Oder nicht? Na, ja, aber, also ich meine, ja, okay. Was stört dich jetzt wieder an meiner Aussage? Naja, dass du mir anscheinend nicht zuhörst. Naja! So. Weißt du, was mir in Akt 2 noch richtig in Erinnerung geblieben ist? Das war ein Mana. Die scheiß Skarabäen. Yo. Die nachher in der Wüste, Alter. Da hab ich. Die kommen auch schon, die stehen direkt vor der Tür, vor der Straße. Ja, ne? Die nerven so hart, ey. Ein Schrein und viele Leute. Es kann sein, dass hier. Achso, ja, sorry. Ja, ich komme. Ich meine, ich eile. Alles gut. So, da sind wir schon die ersten Magier wieder. Gegen den mal sowas wie Knallelixier? Nee, ne? Nee, juckt nicht. Ah! Oh. Mana-Trank! Da hab ich ihn. Achso. Na gut. Hier ist ein. Fehlerster Schädel. Ehre. Wird bei so einem Schrein gedroppt? Der fehlerhafte Schädel? Man kann sogar, wenn man zwei fehlerhafte Schädel währenddessen im Inventar hat und der dritte droppt, dann. Hier für deinen Begleiter? Nee, ich hab schon einen, danke. Oh, okay. Dann wird er aufgewertet. Ah, ich dachte, dafür brauchen wir später diesen komischen Cube oder was das ist. Ja, genau. Aber das auch. Aha. Und den Cube kriegen wir ja eh heute noch. Den holen wir uns noch. Gleich im Anschluss. Na, hier sind wir falsch, ne? Das ist klar. Naja. Ja. Naja. Und leichter Mana dran. Ja, wahrscheinlich dann nach Norden. Aber wir runden hier nochmal ab. Oh, hier ist irgendeine Kälteverzauberung. Obacht. Ja, das Ding ist, ihr seht. Oh, der hier. Ja. Ja, tot. Den hast du, ne? Alter, die stechen aber hier auch die Leute ab. Ja, ja, die sind richtig stark. Das ist halt, oh, Gegengift, Elixier ist halt auch juicy. Ja, reingedrückt. So, da liegt noch ein Mana-Trank, nimm die bitte mit. Ja, warte. Ey, dieses Gemanage. So. Gemanage. Ja, von den Tränken, das stresst mich. Das haben die bei Path of Exile echt gut gelöst, ne? So rückblickend, wie da das System ist. Ja, da musst du einfach nur draufhauen, ne? Und dann füllen die sich neu. Ja, also generell, dass Tränke durch welche Mechanik auch immer sich neu auffüllen, als dass man die immer so PET-Flaschenmäßig sich reinjodelt und wegschmeißt. Das ist richtig. Oh! Oh, ein Mana-Trank! Ja. Ich habe die ganze Zeit ein Level, aber... Wie viel bringt... Was ist denn... Wie gut ist so ein Spieß? 7 bis... Ja, da geh ich rein. Kommt drauf an, ob Schaschlik dran ist oder so, ne? Ja, ja. Ja, war ein Mana-Trank, hab ich hier gesehen. War ein Säbel. Oh, war noch was krasses. So, Alkohol. Nee, wie heißt es? Alkohol kommt mehr. Oh, Zombie-Kopf. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, witziger was? Zum Beispiel das? Nee.
3 zu Skelettmagier erwecken. Alter, das ist locker was wert. Oh, ich habe hier einen Ring 6 zur Energie. Das ist halt technisch gesehen. Ja. Schnellere Zauberrate. Ja, da ist, glaube ich, 6 Energie besser tatsächlich. Aktuell noch. Ja, wobei, ja, 10% Zauberrate ist schon heftig. Ja, aber ich glaube eher später. Halt nicht, wenn du kein Mana hast, ja. Ja, ich glaube eher später, wenn man so sein Bild perfektioniert. So, das sieht gut aus hier oben. Ja. Also muss ja auch. Diese Augen. Jetzt haben wir das halt noch viel mehr, ne? War Mana dran. Mhm. So. Naja, müssen wir durch. Aber ja. Ja. So ist es halt. Nee. Nee, da. Hier vorne müsste das gleich kommen. Ich hab's doch im Urin. Ja, ich auch. Ach shit. Ach, die kommen ja nach einer Weile erst in die Gefolge. So, was ist das für ein Schrein? Achso, einfach Gesundheit. Ey, das gibt's doch nicht. Ah, hier nicht links. Mal bei Roller. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Da, hier, da. Da ist er. Pass auf, ne? Was ist denn da alles so? Ich habe keine Übersicht. Okay, viele ist gestorben. Und er holt jemand zurück. Ah, okay. Und da sind noch mehr Freunde von dem. Ich würde ein bisschen versuchen zu kiten. Oder durchrennen und die anderen erstmal machen. Ja. Ja, jetzt haben wir alle. Unsere Begleiter kassieren halt. Jo, die, ja, aber die tanken gut rein. Buch der Fertigkeit? So. Ja, jetzt kriegt jeder von uns ein Buch der Fertigkeit. Und kann. Das war ein irrgeleitetes Monster. Das gehen jetzt aber der Disco, Pogo. Ja, ja. Dingelingeling. Dingelingeling. Genau, da kannst du das Buch dann mal mitnehmen. Das rechts klickst du dann. Ist auch sofort weg, also musst nur kurz Platz machen. Ja, ja, bin gerade dabei. Ich bin aber auch echt gut überladen. Ja, klar. Ja, gehen wir einmal back, ne? Ja, warte, hier ist noch eine Truhe. Auch noch. So, da ist nämlich noch eine krasse Schriftrolle. Und die müssen wir in der Stadt abgeben. Boah, Junge. Ich muss immer noch. Ihr merkt. Bisschen reinfinden. So, hier sind 3 blaue Gegenstände, meinst du? Guck mal, was ich hier noch mitkriege. Okay, Questlog. No, kehrt zu Atma zurück, um eure Belohnung zu erhalten. Und zeigt Kane in Ludgulane die Schriftrolle. Gut. Neue Werde. Da mache ich jetzt Vitalität nochmal richtig. Weil da muss ich nachholen. Und. Warte mal, welches Level bin ich jetzt? 16, na, dauert noch. Dann könnte ich hier schon mal. 18 ist. Ja, eigentlich wäre es ganz gut, ein bisschen Single-Target-Damage. Da fehlt es uns ein bisschen manchmal, habe ich einen Eindruck. Single-Target liefere ich eigentlich. Du bist so der AOE-Mann bei uns. Ja, aber du musst halt nah ran. Das ist richtig. So, Deckard. Deck mal. Ah, 13 Mindestschaden. Wie kann ich euch helfen? So, indem du die Klappe und wir verkaufen. Okay, es bringt ja alles nichts. Nee. Also selbst blau. So, 5200. Bom. Bom. Okay. Geh mal kurz rein, da lagen noch 2 Items. Ja. Ringe irgendwie aufheben? Kann man die auch kombinieren zu was krasserem? Nee, ne? Nee, man kann später Items craften, tatsächlich. Mhm. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht hin in diesem Projekt. So, aber wir haben ein paar Runen gefunden gehabt, ne? Mhm. So, hier mit Atma musst du noch quatschen gleich. Ah ja, genau. Oh, jetzt. Oh, Digga. Digga. Ich komme auf mein Leben gerade noch nicht klar. Ja, so. Schön. Quest abgeschlossen. Hat, also war jetzt noch irgendwas Gehaltvolles. Sucht in den Hallen der Toten unter den verdorrten Hügeln nach dem Würfel, in der Wurmgruft unter der Fernoase nach dem Schaft und im Tempel der Klauenviper nach der Spitze. Wir sollen nämlich den Horadrim-Stab wieder zusammenflicken. Genau. Weil wir mit dem quasi das Grab von Tal Rasha erforschen können. Ja, Tal Rasha, Digga. Genau. Und das werden wir dann auch machen. Zur gegebenen Zeit. So, Level 16, Digga. Oh! Oh! So. Ey, Kalle! Ja, klar. Hier sind Schuhe. 5% Chance, wenn getroffen, Stufe 3 Frostnova auszulösen. Willst du die haben? Weil dann frisst du ja potenziell und slowst alle, wenn du in Bedrängnis bist. Ja. Kosten 4000. Ja, ich muss ja meine Truhe, weil ich ja die Dingstruhe benutzt habe im Moment. Also witzig oder nicht? Ja, ich hol mir die.
Ah ja. Ich hab Geld. Okay. So. Können Sie uns auch was verzaubern? Hol ich mir jetzt einmal solche? 9 Verteidigungen, ja, ist halt mehr. Aber ein Geschicklichkeit? Ja, komm. Hier hinten ist noch ein Dude, bei dem man auch wieder Glücksspiel machen kann. Technisch gesehen. Ich hab ein Juwel. 4 zu minimaler Schaden. Ja, das habe ich dir vorhin, hab ich das vorhin gegeben? Nee, du hattest mir 7 erhöhter Schaden. 7, genau. Ja. Ich glaube, 7% ist besser als 4 zu minimal. Tatsächlich. Ich glaube die ganze Zeit Adrian online. Weil ich Uplayer auf hatte. Immer so Mr. Verknallt oder Adrian Weise oder so kommt online. Oder Weise oder so. So. Okay. Ich muss, glaube ich, upgraden. Also ich muss tatsächlich ein bisschen stärker skillen, damit ich bessere Rüstungen zu tragen kann. Das ist unerheblich, ey. Habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Okay, rennen wir da jetzt nochmal einmal durch und leveln? Wo war Glücksspiel? Es sind so viele Fragen. Glücksspiel ist hier hinten. Glücksspiel ist hier hinten. Wir können einfach vor die Tür gehen und dann leveln. Schassen. Okay. Aber Glücksspiel erstmal? Hier bei Elzek, Junge. Elzek. Okay. Habe ich mir gerade mal einen neuen Gürtel besorgt. Ich gehe nochmal ein paar Tränke schnabulieren. Ist ja alles massiv outdated, Digga. Hier ist sowas. Vollhelm. Da steht jetzt leider nicht dran, wie viel Stärke der braucht. Die hier könnte ich nehmen. So. Ne, 3400. Ja, ich spare hier auf Stäbe. Aber drei Wärme ist schon ein guter Stab. Naja, das ist schon nicht schlecht. Wobei ich halt nicht weiß, ob das spürbar ist. Ob das lohnt, ne? Ja. Man wird halt Schaden raushauen. Das ist halt die Glass-Cannon. Die sind so geisteskrank teuer. Digga. 3 zu Frostnova, 70.000 Gold. Ja. Aber ist das im Late Game dann immer noch ein guter Stab? Oder gibt's da dann Sachen, die machen 8? Okay, im Late Game hast du ganz andere Kaliber da vorliegen. Entschuldigung. Naja, ich meine nur, sorry, aber was ich meine ist, das, was du bei den Händlern kaufst, das benutzt du eigentlich gar nicht später. Ne? Du nutzt eigentlich nur die Items, die du über Drops bekommst. Twitch Drops? Ja, über Twitch Drops, Junge. Wenn Diablo da mal einen fallen lässt. Und 3 zu Inferno. Na gut, ist auch scheißegal. Okay, dann mach ich Spandauer Glücksspiel. Inferno. Ich glaube, auf Hardcore für uns ist es tatsächlich, oder für mich, sage ich jetzt mal, mehr worth. Was wollt ihr? Rüstung, krasse. LOL! Was ist das? Bänderrüstung. Mhm. Metal, Leute. 9 maximale Ausdauer. Gut. Brauche ich nicht mehr so viel. Ja, gut. So. Okay, ich muss Stärke skillen, sonst kann ich hier eh nichts tragen. Okay, dann lass vor die Tür. Ah, ich stehe schon. Im Eingang. Super. Oben, ja? Okay. Mhm, oben links. Ja, haben wir ein bisschen Abwechslung. Immer, ja. Abfahrt. Ja, sorry, ich brauche immer noch ein bisschen länger. Das macht nichts. So, hier wäre jetzt ein Steingrab. Willst du da farmen? Ich hab gar keinen Plan. Ist das nice da drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich da nie reingehe. Dann lass doch einmal auschecken. Wir werden schon nicht sterben. Und tot. Oh. Steinmine. Die Gräber später, die sehen genauso aus. Ja. I know. Gut. Jo, Alter, daran kann ich mich so... Hier, geh. Tu mal, geh. Boah, Alter, die Framerate. Die ist ja auch noch. Ja, das sind halt 2 FPS, die du hast. Oh Gott. Was ist hier? Oh, ist schon Ebene 2? Ja, gut, einer. Ja, vielleicht ganz unten ein schöner Schatz. Genau. Wir können doch die Gräfin farmen. Wollen die Gräfin heute farmen? Aber ja, also können wir machen. Wie du willst. Wird halt... Das ist halt echt... Boring. Ja, aber worth, oder nicht? Klar. Du, also mir ist das scheißegal. Mir ist scheißegal, wie attraktiv das ist. Es geht darum hier. Oh mein Gott, Kalle! Naja. Wenn du vergiftet bist, ist alles im grünen Bereich. Ja. So. Hier ist eine Truhe, hier ist noch eine. Mein Dude bräuchte mal einen Helm, falls du mal einen siehst. Schlechte Rauchkugel?
Naja, das ist so ein Zauberergegenstand. Oh! Was kann der noch tragen? Ne, nur Helm und Brust. Da muss er wissen. Oh, Achtung! Ja, hast dich verbrannt. Hast dich verbrannt. Gibt's hier nicht in diesen krassen Gräbern noch heftigere Fallen? LOL, was ist das denn für Viecher? Das sind diese scheiß Drecksviecher! Ja, ja, da musst du aufpassen, wirklich. Max, jetzt nicht. Du springst in die Havel. Du springst in die Havel. Ja, die haben alle diese Blitzverzauberung, ne? Erzähl doch mal. Ja, ja, diese scheiß Skaraben. Junge. Oh mein Gott. Ey, kannst du nicht sicher gehen, dass das nicht passiert? Schuppenpanzer, Junge. Oh. Oh, da oben sehe ich erstmal hier meinen Boy. Du hattest... Er hatte eine Lederrüstung, oder? Hier, so ein Adlerauge ist übrigens auch noch ein... Mehr tragen. Hier, was hier liegt, das Adlerauge, Junge. Das ist auch so eine Adlerkugel. Sorry. Ach so. Ja, das ist auch für Zauberer. Zauberin. Oh, zweimal gesockelt. Ja, ja. Wie war es, Leaf? Also Leaf ist eine Rune oder ein Bild? Das ist ein Runenwort. Aha. Das ist die genaue Bezeichnung. Okay. Ein Runenwort. Achtung, der ist golden, der Skarabäus. Oh, Steinhaut. Shit. Oh, das ist ja komplett zum Kotzen. Okay, das Ding ist unser... Boys haben den umgebracht. Boah, jetzt. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Die Auto-Attacken halt for free, ne? Ja, ja. So, warte mal. Das ist eine krasse Kiste. So. Wie viele Handschuhe? 3 bis 15. Aber Angriffswert ist deutlich höher. Nehmen wir. Hier liegen auch noch ein paar Sachen rum. Boah, Alter. Ist so viel. Lootfilter gibt's nicht, ne? Nee. Ja. Oh, Kettenhandschuhe. So, kleiner Zauber, 1 zu Geschicklichkeit, nehmen wir mit. Die müssen wir richtig hochstecken, ey. Dornschild, nichts für dich vielleicht? Nee, ne? Nee, ich hab noch ein besseres, glaube ich. Ja, das war's. Ja, ja, aber war doch lecker. Ja. Wie wir dabei einfach so in der Ecke stehen. Ja, ich war gerade im Inventar tatsächlich. Ja, wir können hier noch die anderen Räume, ja. 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 Du, ach. Ja, also ist dein Call, wenn du jetzt da sagst, wir gehen jetzt zur Gräbe nochmal hier oder hin. Also, bin da entspannt. Also, wie krass sind denn diese Runen jetzt für uns? Naja, also, wir haben ja eben, ich glaube, das hat man jetzt in der Folge nicht so mitbekommen. Wenn wir jetzt alle 2 Meter hier unser bestes Item abwerfen, ja, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht so heftig, das zu farmen, weil dann haben wir das Item und dann wirfst du es einfach, weil es auf jeden Fall dein bestes Item sein wird, direkt wieder ab, weil die Ölscheiß hier wieder reingespendet haben. Aber Runen allgemein sind doch extrem gut, oder? Absolut. Ja, allein nur, dass wir dann immer irgendwie eine Rune drin haben, weißt du? Mhm. So, keine Ahnung, gibt es da defensive Runen, die richtig knallen? Ja, es gibt auch Verteidigungsrunen und so. Ist doch cool. Ja, komm hier, ich lass springen. Und du willst direkt hin, ne? Und dann gehen wir in den ersten. Ab in den ersten. Guten Tag. Ja, ich fühle das. Es ist mir eine Ehre, euch so zu sehen. Mir Ehre. Oh, wir haben den Dings da nicht. 10 maximale Ausdauer, ist ja lecker. Den Wegpunkt, den, ne? Ja, müssen wir in den Dunkelwald. Hilft ja nichts. Peinlich. Aber dann rennen wir da eben schnell rüber. Das ist ja aber schnell. Wir rennen. Amena. Scheiß auf Schlüssel. Neigas. So. Wo ist denn der Wegpunkt? Oben, Dunkelwald, ne? Habe ich jetzt gemacht. Ja. So, erster Akt, weil, liebe Leute, man kann halt immer, und dafür sind die gut, die Wegpunkte halt, ja, auch jetzt hier einfach in den ersten Akt wieder zurück. Ja, hier brauchen wir halt nichts anrühren, ja, wobei ich kann mal so eine Froschnummer machen, auf Lachs, dann stirbt alles. Oh, ein Ring. Oh, actually, schneidet ja gut hier. Ja, ein bisschen Gold kriegt man hier auch noch. Ja, cool. Okay, also wir suchen jetzt den... Ne, wir wollen in Schwarzmoor, ne? Genau, wir wollen in Schwarzmoor. Oh, da wollen wir das Item. Genau. Dann nehme ich mir den Schrein. So. Ja, ja, Stiefel. Kann ich gleich gucken. Hier ist noch einer, Fertigkeitsschrein. Ach, das sind halt wirklich Kackstiefel. Wir wollen jetzt ins Schwarzmoor. Genau, da gibt es auch noch einen Wegpunkt. Den sollten wir mal finden. Findest du 1 zum maximalen Schaden gut? Also Ring? Nee. Okay. Ja, das klingt auch sehr wenig.
Ja, ne, es sind halt die ganzen Low-Level. Aber man muss sich halt vorstellen, dass man hier das ganze Spiel quasi dreimal durchzockt, alle fünf Akte, bis man wirklich am Ende ist. Ja, Albtraum, ne? Nächste Spiel. Oh, die können wir auch nochmal mitnehmen. Oh, eine leichte Armbrust, Junge. Ich kann nicht noch mehr tragen. Kann ich nicht tragen. Aber die nehmen wir mit für. Ja, ja, nimm die mit. Okay, also wir suchen jetzt hier im Schwarzmoor erstmal den Wegpunkt. Wir können uns ja aufteilen. Ja, wir suchen erstmal das Schwarzmoor vor allem. Ach ja. Ja, Weg folgen. Ich hab den Weg hier. Geil. Im Westen. Ja, ich renne jetzt einfach durch. Ah, hier können wir uns auch echt aufteilen. Die können alle gar nichts. Gut. Ich bin überladen. Gut. Also im Wolfskopf sehe ich mich eigentlich. Ja, Leute, also was wir jetzt machen, das hat natürlich nichts mit dem Progress zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass man besser gerüstet ist. Was Kalle schon meinte, ich glaube, du hattest es letzte Folge gesagt, diese Gräfin in diesem schwarzen Kellergewölbe, wo wir vor zwei Folgen, glaube ich, waren, die droppt halt immer safe irgendeine Rune. Hatten wir ja hier ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich kann nicht noch mehr. Das heißt, man kann die farmen. Man kann immer... Hm? Später ich glaube, für uns sind sogar zwei oder drei. Aber ja, man kann halt quasi immer ein neues Spiel erstellen und die immer wieder wegbolzen und dann kriegt man immer eine neue Rune. Ist schon belohnt, hier zurückzukommen und die alle jetzt nicht wegzumieten, ey. Ja. Bringt halt nicht so viel Erfahrung, ist halt ein bisschen gefühlt wasted time. Ja, lass es mal durchrennen hier. Die Scheiße. Ja. Ah, hier ist es schon wieder. Okay, dann suchen wir jetzt den Wegpunkt. Den Wegpunkt, ja. Genau. Können wir uns ja aufteilen. Ist hier Loch zum Loch. Oh, oh, oh. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, wenn so krasse Leute sind. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich einfach nur stark bin. Ja, ja. Vor allem du. Also, du brauchst ja noch weniger Gedanken mal als ich. Weil du einfach... Also, die können ja eine Stunde auf dich einprügeln mittlerweile, oder? Ja, also gerade die Arc 1 Leute hier, da mache ich mir nicht so die Gedanken. Ich glaube, was bei mir halt, ja. Ne, sehr ruhig. Ne, was bei mir, glaube ich, immer so das Problem sind die Resistenzen und magischer Schaden wird halt schwierig. Ja. Ja, schon wieder ein Erfahrungsschein, Walla. Oh, ein Riesenzauber. Man denkt immer so, das wird was Krasses, aber es ist meistens schief. Ja, sag das nicht. Ich hab was im Ruin hier. Ich lass mal die goldenen Stiefel liegen, das ist eh Müll. Genau, was ich sagen wollte. Erstmal eine Frage, überschreiben sich die Schreineffekte, wenn du noch einen nimmst? Nee, die eben nicht. Du musst dich entscheiden, welchen du haben willst. Ja, ja, also sie überschreiben sich. Lösch den vorherigen. Ach so, ja. Sorry, ich dachte nur, ja, nee. Also sie stacken nicht. Ich habe den Wegpunkt hier unten. Siehst du, ne? Geil, ich sehe dich. Genau, was ich noch sagen wollte, ich habe zwei Items hier am Anfang der Folge gekauft, die Ausdauer bringen. Einmal die Stiefel, die bringen 9 maximal Ausdauer und Handschuhe, die bringen 10. Ich musste jetzt hier nicht einmal anhalten. Ist halt echt, man merkt das schon, einen krassen Unterschied. Oh, was war das? Das war ein Amulett. Ich hab tatsächlich keins. Du hast gar keins? Nee. Ich muss ja alles immer abwerfen. Ist das so eine Rolle? Alter, überall diese Dreckschamanen. Ja. Nee, ich hab keine Rolle. Aber wir können gleich einmal back. Oh, noch ein großer Zauber. Ui. Ich gehe, dann würde ich hier mal eben so ein Portal machen. Ja. Und rein in die Hürde. Richtig. Deckard, mein Freund. Dicky. Seid gegangen. Dicky. So, das kennen wir ja alles noch. Nice zurück. Willkommen. So. So, der Zauber bringt 10 extra Gold. 10%. Willst du den haben? Ja. Ich habe einen 3 zu Stärke, willst du den haben? Nee. Aber ich habe hier noch ein Amulett. 29% extra Gold. Nice. Und die Tierrune hatte ich hier noch. Aber die hast du ja auch, ne? So, Tierrune? Ja, die heißt einfach so. Tierrune. T-I-R. Achso. Ah, sieh. Gibt es später irgendwie mal einen Schlüsselbund oder so? Die stacken ja. Ich glaube, bis zu 10 Schlüssel kannst du stacken. Ach, hier kann ich ja actually auch noch nach Stäben shoppen. Ist ja genauso gut. 1 zu Frostnova. Oh! So, mein Freund. 1 zu Frostnova und 2 Sockel.
Aber willst du nicht Blitznova spielen? Ja, nee, ja. Ja, und also wenn du dir den Stab baust, musst du auf Feuer stacken, specken, weil sonst bringt das nichts. Ja klar, stimmt. Ja, du hast recht. Hier drei Frostnova, ey. Holy aber es lohnt sich halt schon, ein Skill zu haben, der was anderes macht. Weil es wird irgendwann Leute geben, die sagen einfach, ich bin immun gegen Feuer. Und dann stehst du da. Ja. Muss hoffen, dass dein Begleiter dich umhaut. Ja, da hast du recht. Na. Okay. Ja, ich merke jetzt schon, wie die Riesenzauber langsam hier... Aber es sind gute Sachen. Guck mal, ich habe gar keinen Platz mehr. Krass. Aber es sind auch viele Tränke, die Platz ver... Ne? Ja, ja. Du, ja. Du, ja. Ist nicht leichtes Leben. Naja. Extra Gold. Ja, du hast hier schon viel mehr Platz, lustigerweise, als in Vanilla. Echt? War, ja, ja, viel mehr. Also die Kiste ist halt... Ach so, ja, aber nicht das Inventar. Ja. Okay, dann back. Back in Business. Okay, gehen wir rein, ne? Türmchen, ja. So, wie machen wir hier einen neuen Layer dann gleich auf? Wir machen dann immer vor der letzten Ebene... Oh, hier war einer Gold. Verzaubert. Nee, läuft das für mich nicht. Du musst rein, tötest du einfach, machst ein neues Spiel auf und dann... Oh lol. Ja, ja. Du musst ja immer wieder den Turm finden und immer wieder rein. Ja, dann lass ihn mal durchpilzen. Okay. Deswegen. Ah, ich verstehe. Na gut, aber dann machen wir es jetzt mal und gucken, was kommt. Also, wir wollen jetzt nicht hier die perfekte Kombination aus Ruhm erfahren, sondern wir wollen einfach nur Ruhm. Haben oder nicht haben, sage ich immer, ne? So sieht aus. So. Aber wenn wir. Also, ich habe das tatsächlich gestern gemacht. Also, für die Leute hier, es ist natürlich schon ein paar Tage her. Aber letzten Sonntag war ich unterwegs mit meiner Zauberin. Und habe einmal diesen Run hier gemacht, habe sofort die Rune bekommen, die ich brauchte. Das war schon ein kleiner Walkout, würde ich sagen. Ja, so kennt man dich. Ja, sehr klar. So, schön hier weg. Ja, geil. Guck mal. So schnell durch hier. Ja, geht fix. Ja, wenn du AOE damit schaust, kannst du ja noch ein bisschen EP mitnehmen. Oh, nice Adiesing. So. So, wo ist die Frau Gräfin? Weiter geht's weiter, sprach der goldene Reiter und sprang von der Leiter. Das verstehe ich nicht. Macht nichts. So, gut. Lass noch einen Reggie, genau. Feuerverzauberung. Tot. Speer. Den kannst du für deinen Dude nehmen. Ja, du auch. Ja, ich hab schon gelben. Ach echt? Meiner hat den von Andario bekommen. Deswegen nimm du den gern. Ach der. Oder nicht so ein bisschen, ne? Nein. Ja, ja. Nö, war ja ein cooler Kampf. Na klar, so. Und weg. Oh, die sind krass. Nee, doch nicht. Oh. Und die sind sauber. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, stopf es hier rein, bitte. Amethyst. Amethyst? Amethyst? Jo, weißt du noch, wie wir hier ohne Klamotten waren? Ja, und jetzt machen wir sie weg. Jetzt machen wir sie weg. Zack, zack. Ach, schade. Aber die kannst du mal beide mitnehmen. Wie bitte? Nimm die mal mit! Beide! Wen? Was ist jetzt hier los? Ich glaube, die ist hängen geblieben. Die Kiste geht, glaube ich, eigentlich auf, aber... Mach auf jetzt. Macht er nicht, ne? Na gut, ciao. Es geht nur bei der, wenn man die Quest macht, quasi. Bleib ein Weilchen und hör zu. So, dann gucken wir mal, was sie können. Auch vorher handeln wir nochmal. Also der Speer... Oh, der macht Feuerschaden. Ja, das ist doch was. 4 bis 12? Ja. Danke. Bitte. Danke. Bitte ein Bit. Das darf ich gar nicht sagen. Das kann ja nicht wahr sein. So. Also. Oh, Mana-Regeneration. 15%. 15? Ja. Auf Rüstung, Helm und Schild. Weil, Und Giftwiderstand 30%. Das ist schon nicht auf schlecht. Schild sogar 35. Das ist ja perfekt für Akt 2. Siehst du, Leute? So. Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Nehmen wir doch mit.
Wir können ja zu jeder Folge im zweiten Akt am Anfang einmal die Gräfin bumsen. Also im ersten. Im übertragenen Sinne. Ne, während wir noch im zweiten Akt sind, meine ich. Während wir noch im zweiten Akt sind, können wir immer am Anfang hier... Pst. Wobei, eigentlich können wir es immer machen. So, dann leidet die Gräfin. Guten Abend. So, guten Abend. Alter. Oh. Warte mal. Oh, jetzt wird's dunkel. 14.000. Ja, da hebe ich doch ab von der Bank. Warte mal. Oh, der auch. Noch eine Reihe mehr. Ja, dann heben wir mal ab hier. Zack. Noch eine Reihe mehr. Ja, beim Gürtel. So, das schon mal ein fettes Upgrade. Das ist deutlich mehr Defensive. Kriegt der einen Kettenpanzer? Verkaufen. Nee, actually. Kann man wieder einkaufen für den gleichen Preis? Nee, ne? Nein, gut. Nee, selber die sind immer so doppelt oder dreifach so teuer. Gut. Ja, ich brauche Stärke weiterhin. Hier wäre jetzt ein Helm gesockelt. Da könnte ich die Rune reintun. Giftwiderstand. Aber der ist halt. Eigentlich wäre es mehr Wolf. Wie heißt die Rune? Tal. Meine Regeneration auch juicy. Aber eigentlich mehr Sinn macht es halt, wenn man die natürlich auf gute Gegenstände knallt. Aber dann wieder abwerfen muss. Genau, also ich glaube, vielleicht ist es besser, einfach sie zu nutzen und aufzuteilen. So, sobald das Ding ist, man kriegt die halt nicht mehr raus, ne? Ja, also die Worte sind halt 10-mal worth. Die Kombination meinst du? Also lieber auf. Ja. Also dann lieber die Topasse und die Amethysten und so ein Shit. Mhm. Ja, weil ein Runwort ist halt strong einfach. Das ist einfach heftig. Naja, aber 30% Giftwiderstand. Überleg mal, im zweiten Akt. Also wir haben jetzt Tier, Tal und Eid. Ja, ich habe hier noch Neff, El und auch nochmal Tier. Und da kann man noch nichts Schönes basteln? Nee. Okay. Wir bräuchten noch eine Armen oder sowas. Oder ja, halt die Rahl. Also ich würde voll gern auf die Rahl hoffen. Mhm. Weil dann kriegst du einfach so einen nicen Staff, Junge. Und kannst die Leute richtig umknüppeln. Der dann weg ist, ja. Der dann weg ist. Dann müsst ihr eigentlich mal aufhören zu spenden. Das reicht langsam. Sagt und lernt. Ja. Okay, ich gucke mir noch einmal die Stäbe hier an. Gern. Oh, zweifach gesockelt. Ich meine, sonst bauen wir sowas ein. Du singst einmal in der Altstadt, damit du ein Item behalten darfst. Forever. Ja. So ein Safe. So, bitte, sozusagen. Leute. Ich singe auch Altstadt. Hier ist jetzt auch ein Schmacko-Stab, muss ich sagen. Der hat 2 Sockel. Mhm. Und 3 zu Nova. Jo. Ja. Aber ich weiß noch, ich muss mich wirklich einmal so einen Abend, weißt du, ein paar Videos anmachen und mich richtig schlau machen. Und dann skille ich erst um und dann lohnt es auch erst. Solange habe ich den Wärmestab. Da muss halt dazu sagen, Max hat ja extra gar nichts sich angeguckt. In Vorbereitung. Also, ne, oder? Ja. Und ich habe halt ein paar Wochen vorher schon Diablo 2 Vanilla wieder mal installiert und mir 2 Charakter auf 85 und 75. Also das hier. Freiwillig. Junge, allein genau. die Atmo. Ja, gut, wer es mag. Ich liebe dieses Game einfach, weißt du, wie mein. So, gut, dann gehen wir mal weiter und knüppeln hier die ersten Affen um. Das sind, glaube ich, Katzen, oder? Oh, die ist golden, Achtung. Spektralschlag. Oh, schönes Spieß. So, ja, nimm mal mit. Oh, ich habe jetzt gerade so in den Fingern gejuckt. Ich bin gerade so zurückgehalten. Beim Spieß oder dem Mana? Ja, generell. That's alles. Learning. Ja, ja. So, ein beschädigtes Breitschwert. OMG. Lidiert. Den habe ich jetzt aber mitgenommen. 3 zu Feuersturm. Jo, die Viecher, ey. Gut, dass du mich dabei hast. Da. Gut, aber das machen auch unsere Leute. Was ich dir empfehlen würde, hier immer Gegengift-Elixiere einzusammeln, ein paar. Weil die kann man dann easy mal zwischendrin reinkloppen. Mhm.
Aua. Okay, Leben. Ah, okay, gelbe Stiefel. Warte, ich guck die an. Vor allem ich jetzt. Nee, ich habe keine Identifikationsding. Rolle. Ja, aber nimm doch mit. Ja, mach ich gleich. Muss noch einmal skillen. So, den erst. Ab wann? 18. Okay. So, ich könnte jetzt mal auf Statikfeld gehen. Soll ich einmal Statikfeld? Einmal brauchen wir es, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Für alle, die sich wundern oder fragen, die Eisrüste mache ich halt nie, Digga. Ich weiß nicht, irgendwie. Die solltest du benutzen. Safe. Ja, glaube ich dir. Aber die läuft halt immer auch so schnell ab. Naja, ich glaube irgendwie 240 Sekunden oder so. Ja, aber ja. Ja, muss ich vielleicht einfach dran arbeiten. 120? Ich weiß nicht. Na, das ist wie ich mit dem Grabben, musst du anfangen, deine Buffs zu benutzen. Ja. Na? Aber ich weiß noch nicht, bringt die Stufe 1 so viel? Ja, 30% Verteidigung einfach. Oh mein Gott! Das ist ja geisteskrank. Ja, ja. Und das im ersten. Ja. So. Ja, weiß nicht, für mich ist halt dieses Game. Also. So eine Entspannung. Man kann nebenbei so easy eine Serie gucken oder mit einem Kumpel schnacken oder so. Man farmt einfach die Scheiße aus dem Game raus. Ich liebe das. Das ist so geil. Ach, das macht man auf einen Gegner oder wie? Genau, das machst du auf einen Gegner. Und dann ist in dem Bereich, glaube ich, ist dann. Warte mal, ist ein Langschwert. Die Stiefel gerade hingeschmissen? Ja. Aber nur um zu checken. Nochmal, sorry. Naja, also du machst das halt auf den einen Gegner und dem fehlt dann halt das Leben. Okay, ich guck mal, ob. Hä? Kannst du mal nichts machen? Hä, nee, es geht nicht. Verliert, doch, der verliert maximal Leben, das geht. Aber dann, also eben als ich beim anderen gemacht habe, war das so blitzartig, also um ihn rum. Muss ich näher ran? Warte mal, ich lese einfach mal durch. Erzeugt ein Feld aus elektrischer Energie, das das Leben aller Gegner in der Nähe reduziert. Ah. Alle Gegner in der Nähe, ja. Okay, und wenn ich da mehrere, also öfter reinskill, dann. Ah, Radius. Ah, Radius 3 Meter. Okay. Okay, dann habe ich das mit, also von der. Dann war es komplett falsch bei dir. Funktionalität habe ich das. Nee. Du hast halt einfach keine Ahnung von dem Game. Ja. Wie viel Gold hast du? Ja, was ich sagen wollte, es gibt halt so einen Skill, gerne. Da hast du dann einen Point-on-Click-Skill. Debuff. Ein Buff. Ja. Ne? Michael Buffer. Auch im Feuertree. Jetzt langsam bin ich auch drin. Junge, große Kacke hier. Oh, dem hast du aber eine Kelle gegeben. Ey. Jo, der hat sie. Gelitten, gequiekt auch. Ein Amethyst. So, ich mache immer hier so ein bisschen AOE und ich mache den Rest der Dings. Ja, klar. Oh, Mana-Erneuerung. Geil. Brauche ich. Die mit ihren Spießen, ey. Alter. Junge, ich muss eigentlich langsam weg. Wann kommen hier ein Wegpunkt? Na, wir sind jetzt hier ein bisschen im Kreis gelaufen. Das Aber wo ist denn. Jetzt hier weiter. Ist jetzt Jack? Also wir sind quasi wieder in der Stadt. Wir können doch mal reinrennen. Ja, tatsächlich, ne? Ach, hier vorne direkt war der Eingang. Oh mein Gott. Das sieht man auf der Karte so ein bisschen. Das sind nämlich immer nur so Spalte. Hier. Lol, das hast du gesehen, krass. Ja, ja. Adlerauge, Junge. Aber irgendwo dann auch nicht. So, und in den verdorrten Hügeln. Geile Atmo, geile Mucke. Ja. Mucke kann ich actually vielleicht mal ein bisschen lauter machen. Ja. So, hier ist ein Mana-Verbrenner. Was heißt das? Ja, das, wenn er dich angreift, dass dein Mana runter. Achso, krass. Ledierter Saphir, ja, mein Gott, ey. Da kann man halt immer drei von kombinieren, kriegt man einen besseren. Das ist eigentlich ganz geil. Oh, dann habe ich übel viel in meiner Truhe, wo ich das machen kann. Ja, da brauchst du nur diesen Cube für. Ah, okay, also doch nicht. Dann doch, wie ich dachte. Ja, den holen wir gerade. Ja. Mit der Quest. So.
Die Geier. Geier. Dede. Leute. So. Alle. Also Frost ist schon an sich gut im Multiplayer, glaube ich. Einfach alle einzufrieren hilft halt sehr. Allgemein. Ja, also machst halt nicht den heftigsten Schaden damit. Ja, aber. Ja. Aber ich friere halt die Leute ein. Gerade wenn man disengagen will oder so, ist das halt, finde ich, nicht zu unterschätzen. Es unterstützt auch unsere Freunde hier. Und auch unsere Freundschaft. Ja, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Vielleicht gehe ich einfach doch auf Blizzard, Digga. Digga. So. Jo, das hat mich früher so hart getriggert, wenn die hier geflogen sind und einfach nicht runterkamen. Ja, man wartet so ein halbes Jahr, dass sie runterkommen. Noch hier noch nicht. Das ist quasi der Durchgang zum nächsten. Wir brauchen hier auf der Ebene noch einen Wegpunkt und die Hallen der Totendinger. Aber unsere Leute verrecken auch nicht mehr, ne? Die Alisa, die ist ständig umgekippt. Jede Folge dreimal. Ja. Alter. Boxing. Warte mal, bis wir bei Doriel sind. Dann liegt er aber schneller, als er bis 13 kann. Ja, ich hoffe. Nicht. Also. Oh, hier ist noch ein heftiger mit einer Steinhaut. Ich sag immer heftiger, aber es ist irgendwie. Ja, heftig ist es nicht, ne? Ja, vor allem ist es nicht so ein Schild. Kleiner Schild? Ne? Ja, ich bin voll, Digga. Ja, ich auch. Ja, wollen wir einmal. Ne, wir sind ja gerade im Wegpunkt, das passt schon. Hier? Doch, da drüben müsste es eigentlich dann geben. Ein bisschen skeptical. Da kannst du noch mal Wikipedia aufmachen? Hm. Mal in der City nachgucken. Ja. Gegen Gift, Elixier. Oh. Echt nice to mitnehmen. Aber können wir auch nur falls kaufen, so ist ja nicht. Kosten halt nichts, ne? Ja, eben. Das ist eine heftige Klippe. Okay, guck jetzt mal nach. Ich bin ein bisschen verwirrt. Kein Ding. Beckert, Junge. Schön, euch zu sehen. Ich habe halt keine Ahnung von dem Spiel. Wie kann ich euch helfen? So, 1 bis 5 Blitzschaden, maximale Ausdauer habe ich hier noch. Maximale Ausdauer 32, Junge. Alter, was? Hier, kannst du dir die Stiefel mal angucken. Ja. Ja, die würde ich nehmen, wenn das wirklich cool ist. Ja. Und hier ein Ring. Feuerwiderstand 18. Nehme ich mal. Was macht das? Blitzschaden hinzu. Ah, nee. Mach ich mal in geteilt. Feuerwiderstand 18%. Ein Ring. Kann man situativ vielleicht für bestimmte Bosse anlegen dann, ne? Ja, wobei. Die Frage ist, ist das lohnenswert, nicht wahr? Ich überlege gerade, ob ich so einen Zauber rausnehme. 10% extra Gold ist jetzt nicht so geil, ne? Das meiste Gold macht man ja eh über Gegenstände verkaufen. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, also auf normal könnte das durchaus nicht so worth sein. Ich bin doch verdorrte Hügel, das war richtig. Da irgendwo muss einer sein. Da muss einer sein, Max. 30. 30? Das ist ja doppelt so viel. Warte, ich gehe einmal Glück spielen, ja? Na klar. Ich spare gerade ein bisschen. Also so, das ist Hardcore, Leute. Man muss halt wirklich kontinuierlich gucken, Guten Tag. Dass man Updates sich immer sucht. So, ich guck mal, dass hier so ein Helm kommt. So ein Vollhelm. Na komm. Komm, gönn, gönn, gönn. Oh, da war er. Scheiße, ich hab ihn weggemacht. Oh, was ist das? Eine Maske? Kalle, eine Maske? Ja, ist für Zauberer manchmal nicht schlecht. Was haben die so für Schwerpunkte? Stat-technisch? Die haben tatsächlich ganz häufig einmal irgendwas, was das schlechter macht, aber dann irgendwas Krasses. Also irgendwas... Also in jede Richtung. Ja. Nee, nehme ich mal lieber einen Vollhelm. Ja, hier ist einer. Oh!
Jackpot! Hier, guck dir an. Entsetzen. Ja, ich bin auch entsetzt. Oh, nice. Ja, und ein Sockel. Da hau ich jetzt den Rubin rein. Ja. Der macht nochmal 20. Mehr Leben, Junge. Ja. Das ist geil. Aber pass mal auf, wenn du drei hast, drei Rubine. Hab ich nicht. Also ich habe einen vollen Rubin, ne? Also einen krassen. So. Ja, ja, dann... Der kommt da jetzt rein. Mana regenerieren. Gut. Danke. Bitte. Ja, bitte, heftig. Bitte. Jetzt habe ich einfach... Also das ist halt... Ist halt lecker. Schmackofatz. Ja, Prägo. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück, ne? Ja, ja, genau. Ich schwupp's da mal rein. Sieht ja jetzt auch nach was aus, ne? Dieser Vollhelm. Hey, sie hat so eine goldene Rüstung. Ey, sieht ja richtig krass aus, Digga. Tamumba. Sieht ja richtig krass aus, Digga. Also hier waren wir schon, aber hier ist noch was unerforscht. Ja, oben, aber... Ach, ne. Müssen wir mal gucken. Hier geht's noch runter. Ja. Einfacher Vollhelm liegt hier, falls noch keiner ist. Doch, hab schon, danke. Bitte. Hab ich schon. So, hier nochmal ein paar Katzen. Scheiß Katzen, Digga. Oh, die, scheiß Mountie. Die weiß ich auch noch, auf der alten Grafik, wie die Scheiße geschmissen haben. Mhm. Wie du hier zuguckst, Junge. Ja, ich hab mal auf alter Grafik geguckt, wie du die fertig machst. Ey, dass die Nova nicht trifft, wenn die in der Luft sind. Sechs Viecher. Ja, das ist scheiße, Mann. Topaz, Digga. Topaz? Ja, gerne. So, abgestochen den Geier. Oh, perfekt. Normaler Schrein. Oh, Leco. Achtung, Falle! Au! Dich hat's erwischt. Voll in Schwarz. Ach, guck mal, da vorne war sogar schon der Eingang zur Höhle, wo wir rein müssen. Und hier ist ein Grund. Scheiße, für den Bildpunkt. Aber der muss doch hier sein. Junge, sterb doch bitte. Ja. Ja. Das ist genauso wie erschrecken oder erschreckt und erschrocken. Also es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ah, hier, guck mal, direkt der Wegpunkt neben der Höhle. Ist ja irre im Griff. Oh Lord. Da ist er. Und hier unten ist direkt die Halle der Toten. Da müssen wir rein. Okay. Das machen wir heute noch fertig. Wird es heftig? Nee, nee. Da gibt es halt am Ende so einen Raum und dann kriegen wir die Cube. Okay. Oh, die. Oh, leere Kreatur. Ja, ja. Die überleben auch wieder. Oh, hier eine Team-Runde, Junge. Ja, nehme ich mit. Save ich. Xavier, Naidu, Digga. Die Runen kann man übrigens auch kombinieren, drei die Stück. Die gleichen? Ja, dann kriegst du die nächste Runenstufe. Schmacko. Da weiß ich nur nicht, da muss ich mir mal eine Liste fürs nächste Mal raussuchen, was da Sinn ergibt, weil ne, das tut halt schon weh, wenn du die falschen Runen wegkombinierst. Hä, wir sind jetzt falsch. Ah, ne, geht's weiter. Ebene 2. Genau, bin ich schon drin. Ich war gerade mega perplex. Ich dachte, hä, wo ist Max doch eigentlich? Oh, ja, ich nehme das mit, keine Sorge. Ja, das ist nice. Oder war? Oh, hier sind richtige Traps jetzt. Ja, müssen wir aufpassen. Ja, die sind auch so echt sneaky, weil ich kann halt mal richtig weh tun. Wie das denn hier zum Beispiel. Boah, wie will er auch drauf einprügeln, ey. What und hier fliegen doch manchmal Giftnadeln und so, ne? Ja, oh, Junge, hier ist aber auch dicke Party. Ja, ja, aber hier ist aber auch XP-Party. Aber so macht es auch übel Bock mit der Nova. Ja. Frost Nova. Ja, wenn man richtig merkt, dass da die Leute abkriegen, ne? Dass sie ja Schmerzen haben. Ja, und auch so viele, umso mehr Targets man hittet, umso nicer ja, ist das Gefühl in der großen Rinde. Ja, das Feeling, Junge. So, oh, Ebene 3. Abfahrt. Da ist es dann auch am Ende des Tages. Ich glaube, in der Hallen der Toten 2 gibt es auch noch einen Wegpunkt. Ja. Nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, brauchen wir den später? Also ja, generell. Nee. Ja, lass, wir müssen, sollten eh öfter Full Clear machen. Oh, hier geht's jetzt ab. Am Ende brauchen wir es eh, die ganze XP so nach dem Motto. Oh, das ist ein Zauber. Sorry, hab ich die jetzt wieder weggegrabt, ne? Das jo. Tut mir leid. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Wie bitte? Jo. Jo. Da unten geht's weiter, ne? Ja. Oh, da sind einige Mädels. Achtung. Oh, da kommen die Speere entgegen. Oh, die ist ganz gut, glaube ich, eine. Blitzverzauberung. Ja. Oh, shit. Ja, da hab ich Respekt vor, tatsächlich, von dieser Blitzverzauberung. Warte, ich mach der mal den. So, jetzt hat die weniger Leben. So, die tot.
Die One-Tappen einfach alles. Die sind ja so ja, krass. Ja, die sind heftig, Digga. Das ist wirklich so. Yo, die kommen da ja raus. Ja, ja. Oh Scheiße, mein Gott. Parken, die kommen da unendlich raus, ne? Wenn man es nicht kaputt macht. Alter, voll vergessen. Das ist einfach nur eine heftige Erfahrung hier gerade. So. Ah, hier ist es doch schon. Okay. Oh. Verflucht. Was ist das? Ja, das ist einfach verflucht. Hat einen Zug aufsteht. Okay. Ja, ich weiß nicht welchen. Keine Ahnung. Dann machen wir auf die Büchse hier. Pandora? Sag, nimm den Würfel mit. Scheiße, ich kann nicht noch mehr tragen. So. Kettenstiefel. Das Gute ist, da kann man auch Dinge reinlegen zur Not, ne? In diesem Würfel. Wenn man keinen Platz mehr hat. Lecker. So, Dreizack können die doch auch nehmen. Ja, ja. Nehmen wir noch die Armbrust mit for the money. Wenn das Spiel möchte, dass ich das aufsammle. Okay. Armbrust? Ja, da lag noch eine rum. Oh, okay. So, dann Questlog. Sucht in den Hallen. Ja, ja, genau. Also, die Hallen haben wir jetzt. Jetzt müssen wir noch zu zwei anderen Orten. Genau. Achso, suchen wir jetzt. Ja. Nee, wir können. Warte mal, ich guck mal, ob es den wirklich gibt, den Weg kommt. Sonst nehmen wir den noch mit. Mit diesem Würfel, mein junger Mann. Den kann ich ja erstmal ablegen, ne? Genau. So. Den legst du dir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, also ein drüber wäre noch ein Wegpunkt gewesen. In dem Level 2, wenn du willst, können wir den noch eben holen. Ja, lass machen. Dann haben wir noch ein bisschen XP. Ja. 1 zu 2 Feuerschaden, Riesenzauber. Willst du den haben? Das könnte später echt gut sein. Das nimmt halt ultra viel Platz weg, so, aber. Ach so, aber das ist doch für Waffenschaden. Oder? Nee, nee. Echt? Das deckt mit deinem. Ach krass. Mit deinen Fähigkeiten. Im Path of Exile würde es nicht, ne? Da wäre es mit Gegenständen. Hey, mit Waffen. Krass. Wie müsste es gehen? Weil du legst ihn ja eh ins Inventar. Ja, man müsste das mal gucken, ne? Wenn man einen Feuerzauber hätte. Ja, gestern zum Beispiel habe ich entdeckt, ich habe nämlich mit Henning abends ein bisschen gequatscht. Grüße gehen raus. Weil dieses Leaf, dieses Item, was du dir die ganze Zeit, was alle gesagt haben, bau dir das. Die 3 zu Feuerfertigkeiten zählt zum Beispiel für Zauberin und für Druide, weil der hat nämlich auch einen Feuertree. Ja. Und da zählt das nämlich genauso. Das finde ich mega krass. Ja, ja, krass. Deswegen glaube ich nämlich, dass das dann auch mit deinen generellen Feuerschaden einfach stackt. Das macht auch Sinn. Ach so, also da ist auch so ein Effekt drauf, ja, Feuerschaden hoch. Genau. Okay. So. Ich habe so eine ungesunde Sitzhaltung die ganze Zeit. Das Ding ist aber, ich will halt nah ins Mikro, weil dann klingt es besser. Ist ja kein Richtmikro. Ja, genau. Aber wenn ich das so näher ranhole, dann klinge ich halt. Hast du den Arm drin, oder was? Dann klinge ich halt deutlich besser. Also ist halt viel weniger Raum, aber der Arm ist halt drin. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Nee. Will ich schon die ganze Zeit machen. Schon seit locker 2 Monaten. Ich hole mir einfach so ein grünes Spray. Und spray den Arm an. Oh, lol. Warum macht das nicht ein Influencer da draußen? Weil Influencerin. Alle dumm sind. So, und jetzt haben wir den Weg. Weil ich weiß noch gar nicht mehr, wie ich drauf kam. Wahrscheinlich unter der warmen Dusche Schwandos. Fluchgo Lane. Junge, war nicht eure Dusche, da ist aber geil. Nee, jo. ja, in meinem Urlaub, Leute, da hatte ich so ein heftiges Duscherlebnis. Also, es klingt jetzt falsch, aber es war scheiße. So, was geil ist. Es klingt jetzt auch falsch. Also, die Dusche war halt im Arsch. Also, nein, es klingt falsch. Okay, nimm mal hier diese 3 Dinger. Bitte. Und dann nimmst du mal deinen Würfel und schmeißt sie da rein. Ach, den können wir jetzt schon nutzen? Ja, klar. Weil A. So, und in deinem Würfel kannst du die 3 kombinieren zu einem, der 100% gibt. Das ist eben. Oh, ich dachte die ganze Zeit tatsächlich, die machen 100. Alter, das ist ja... Okay, dann warte. Dann wird jetzt erstmal reingeknallt. Heiltränke auch? Nee. Oder? Das habe ich noch nie probiert, tatsächlich. Echt. Soll ich mal? Ja. Probier mal. Oh. Rechtsklick. Nee, geht nicht. Unmöglich. Achso, warte, da ist ein normaler. Leichter? Hier. Wenn, dann müssen es dreimal die gleichen sein, aber ich glaube nicht. Nee, geht nicht. Unmöglich.
Okay, aber jetzt kann ich mal meine ganze Scheiße hier. Warte. Hier drei grüne. Drei lilane. Drei gelbe. Drei rote. Drei weiße. Gut. Ey, dass man hier nicht autosortieren kann, ne? Warum haben die so einen Button nicht reingetan? Also. Ja. Das ist halt. Alles geil, bis auf. Jetzt habe ich das Mikro die ganze Zeit so. Alles geil, bis auf Inventarverwaltung. Ja, aber. Und irgendwelche Hardcore-Millennials, die irgendwie denken: Nein, das muss so sein, Digga. Nostalgie, Digga. Nee, ihr habt einfach keine Ahnung, Mann. Also, wer will denn freiwillig einfach leiden? Aber anyways. Das haben sie bei, war es ja bei Classic auch. Dann wurde immer gesagt, das ist einfach Classic. Ja, ja, genau die gleiche dumme. Und deswegen so. Ist es aber einfach im Long Run nicht erfolgreich. Ja. Gut. Ja, gut, haben wir nochmal ein bisschen Tacheles geredet am Ende. Außer Backline. Warte, ich werte hier die ganze Zeit auf, deswegen. Ja, geil. Du lässt dir Zeit, alles gut. Nö, bin durch. Ich mach das nochmal schön offscreen. Ja, liebe Leute, das war eine weitere Folge Diablo 2 mit dem Kalle Kuschinski. That's me. Und Henno Blatt und ohne Sterzig. So, das ist ganz wichtig beizustimmen. Ja, wir haben heftigen. Beim, ja. Bei der nächsten Aufnahme ist er vielleicht dabei. Wegen der. Stimmt, er ist safe. Wegen dabei. Des Meilensteins. Die Frage ist, soll er dann bei mir mitspielen? Das würfeln wir. Lustiger ist? Ah, okay. Wollen wir das? Nee, ich habe jetzt keinen Würfel. Okay. Ich kann eine Münze werfen. Dann machen wir es jetzt. Gut. Okay, hier schön ein Euro. Zwei habe ich nicht, weil YouTube läuft nicht mehr so gut. So. Schade, Digga. Also, was willst du? Kopf oder Zahl? Ich bin für Zahl. Okay, und Sterzig kommt bei Kopf. Okay, wohin? Dann hab... Naja, ich habe Kopf, du hast Zahl. Nee, das macht gar keinen Sinn. Hä? Ja, eine Zahl bei mir, ein Kopf, Kopf bei dir. Ja, genau, doch. Okay. So. Close. Zahl. Zahl. Oh shit, das heißt, er spielt mit meinem Paladin. Aber das ist geil, da muss man Linksklick machen. Ja, dann würde ich sagen, lade ich ihn hierher ein. Und ich habe gerade so, ich habe so Scheiße gebaut. Nein, ich habe gerade mit der Cam so Scheiße gebaut. Ich sag da Adi nicht zu. Das muss so witzig aussehen. Wir lassen das uneditiert. Geil. Ja, also, gut. Zu wem muss er dann? Ja, zu mir. Okay. Zahl. Das wird so witzig, Junge. Ab in die Havelkalle. Dann am besten in meiner Folge? Ja, ist er dann auch deine. Ja, genau. Ab in die Havelkalle. Nee, da springt er dann rein. Wenn der mich hier, hier weg... Und wehe, du sagst zu dem, lauf einfach nur rein oder so. Nein, ich will ja auch, dass wir nicht sterben. Ich will ja... Also generell. Also... Nein. Aber... Und auch hier nicht... Ich sehe es kommen. Das wollte ich draußen manipulieren, ihr da. Ihm jetzt bei Twitter schreiben. Oh, Kalle... So. Ah, hast du Angst, ne? Moment. Ja, jetzt hab ich Schiss, Digga. So. Ja, also. Ich muss sagen, ich sehe ihn sterben, nächste Folge. Das will ich nicht. Du darfst halt. Du musst halt daneben sitzen, das wird so schön. Junge, ich hab jetzt schon Angst. Jetzt kommt's hoch. Jetzt schaudert mir. Junge, ich werde ihn wahrscheinlich die ganze Zeit. Du musst das drücken, drück das! Ja, und dann willst du ihm immer so zwischengreifen. So, auf der Tastatur. Na gut. Okay, eine Leute. Ganze Stunde. Ja, gut. Das wird heftig. Okay, und wahrscheinlich müssen wir auch wieder Items abwerfen. Ich meine, der Helm ist mit Abstand mein bestes Item. Das war halt auch wieder übel dumm eigentlich. Naja. Man sollte eigentlich immer craften zu den Folgen, wo man schon mal weiß, jo, da werden wir abwerfen müssen. Das ist quasi so ein Backup haben. Naja, wird schon klappen. Gut. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Playlist ist verlinkt. Schaut bei Kalle vorbei. Und bitte Hashtag Herzig2, Herzig mit Kamende 2 auf Twitter für etwaige Einsendungen. Wir können auch gerne, also ich könnte mir gut vorstellen, wir produzieren gerade ein bisschen vor, aber ihr seid ja auch richtig aktiv, was so bei Sylze zum Beispiel Fanarts angeht. Jo. Und war auch bei Herzig 1 so. Ich könnte mir vorstellen, wenn da was kommt, dass wir es natürlich auch zum Beginn der Folge zeigen. Einen kleinen Comic, so irgendwie wie Max als Zauberin und ich als Paladin ihm da die ganzen Mana-Tränke immer wegnehmen oder so. Das wäre halt schon witzig. Genau. Ja. Das wäre übel witzig. Naja, ach, komm, halt die Fresse, Digga. Ach, komm, man kommt zu. Wir sehen uns, ne? Jemali und ich verabschieden uns. Tschüssi. Also Jemali ist mein Begleiter, Kalle. Gut.